Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Ulvur, dem Projekt mit den NPCs und dem Rollenspiel von Drago Basler. Ja, ich bin hier wieder ein bisschen geblieben, habe gewartet, bis Schmetterlinge auftauchen, beziehungsweise vielleicht auch Bienen, Libellen oder so. Und ja, ich finde ihn jetzt gerade nicht mehr, aber ein Schmetterling ist gekommen. Ich habe die Blumen ein bisschen näher herangebracht. Die waren für hier oben, hier drüben und hier auf der anderen Seite. Und der Schmetterling scheint wieder weg zu sein oder weiter oben, weil die bestäuben die Blätter. Ah, da ist er. Okay. Genau, das ist der braune. Dass die zusammenwachsen und dann neue Zuchtarten gibt. Aber momentan ist noch nicht zu sehen. Das sieht man nämlich mit dieser Brille, die habe ich noch gecraftet. Die kann man so craften. Glassplane habe ich natürlich jetzt auch herstellen können. Ich habe ja genug Sand geholt. Ah ja, das habe ich gar noch nicht gesagt, weil ich habe eine neue Welt erschaffen. Die war mit fliegenden Inseln Ding und fliegende Inseln machen immer Performance-Probleme in Mistcraft. Wo ganz große Bäume waren, also Eichenbäume, die extremst in die Höhe gewachsen sind. Und das war sowas von Performance problematisch, dass ich die Welt sofort gelöscht habe und das Buch auch weggeworfen habe. Die Welt kann man nicht. Mit der Welt kann man gar nichts anfangen. Es hat kaum Materialien aus Eichenholz und Stein und ja, andere Steinarten. Und Ton, glaube ich, noch, was wir schon zweimal haben. Und ja, das ist völlig für mich. Als Let's Player nicht tragbar, weil wir mit der Welt gar nichts machen können, außer Lecks begutachten. Also wirkliche Junk-Lading-Stopper. Richtig Stopper. Langzeit-Lecks. Das geht nicht. Also habe ich nochmals ein Buch gemacht. Wird langsam mega teuer. Man braucht recht viel Materialien. Aber gut, dann habe ich eine Welt vorgefunden mit sehr viel Sand. Ich würde sie gleich zeigen. Was war noch? So nette Ruinen. Also wirklich nette Festungen. Die einfach so in der Erde, also auf der Erde so sind. Und irgendwelche Bäume. Und so Pfeiler aus Smaragderz. Und das ergab extremst viel Smaragderz. Also 64 habe ich, glaube ich, mitgenommen. Fast 64. Die hier drin. Nein, ich habe hier noch Blätter gefunden, die sind sicher auch schön, dann irgendwo hinzustellen. Wir wollen ja jetzt jeder Moment gleich mit dem Dorf beginnen. Und das wird eben so länglich am Fluss einfach ein bisschen einen kleinen Weg. Nicht übertreiben, Drago. Ja, also, leider passiert immer noch nichts. Dauert wahrscheinlich sehr, sehr lange. Also ich habe irgendwie kein Glück. Oder sie passen einfach nicht zusammen, die Bäume. Aber ja. Ich habe extra Birken um eine Eiche gepflanzt, um ja, so einen Mischbaum zu finden, zu bekommen. Aber nö. Hier habe ich ja auch Akazie mit Eichenholz und einem Limettenholz Zuckerhorn. Ja. Gut, hier auch noch nichts. Also, dann werden wir hier mal, wir gehen mal zurück. Wir haben ja gesagt, wir teleportieren uns immer wieder, um abzukürzen. Sonst sind wir immer nur unterwegs am Laufen. Und jetzt muss ich gerade kurz denken hier. Ich möchte, Schwarzeichensetzlinge anpflanzen. Und, Dschungel ist. Wir haben noch kein Dschungelsetzling. Da hinten nur Dschungelsetzlinge. Ich glaube, wir haben noch gar keinen Dschungel gefunden. Das geht schon mal noch nicht. Eigentlich Akazien-Setzlinge. Ja,
Wir trauen uns mal etwas. Aus diesen zwei Hölzer zu machen. Standardhölzer. Eigentlich sollte ich ja Birken, Fichtenholz wegen dem Fichtenwald mal mitnehmen. Ja, nehmen wir doch einfach drei Hölzer. Silberlinde, Fichtensetzlinge. Dekorieren die Häuser. Ja. Ja, ich nehme noch Stein mit. Stein. Sag schon. Also Stone Bricks. Steinziegel sind es, glaube ich, genau. Ja, also dann schauen wir kurz die Welt an. Die habe ich jetzt hier hinten dran gesetzt. Welt 4. Jo, man spawnt hier eigentlich im Tiger. Da ist eine Bibliothek. Okay, habe ich gar nicht gesehen das letzte Mal. Es hat hier die Diorit. Es hat Pinguine. Die Dioritsäule. Und hier die nette Festungen. Genau. Jetzt muss ich schauen, dass ich da zum Smaragd komme. So. Ladet halt immer ein bisschen noch Ding. Und ja, die sind, der war nicht höher. Ich habe nur hier hochgebaut, damit ich wieder runterkomme und auch wieder hochkomme. Und ja, es ist ein extremer Output. Wir könnten eigentlich noch eine von diesen großen Fichten mitnehmen, damit wir genügend Fichtensetzlinge haben. Ja, muss schon fast. Ja, das geht schon extrem in die Fichten. Holz, ja, ist schon extrem, also wie viel Fichten man braucht. Okay, Wüsten, ja, Wüstenzombie. Habt ihr schon verzerrte Zombie oder so? Dörren oder. Was machen die schon wieder? Ihr kennt das gar nicht mehr so. Ist schon so lange her, seitdem die reingekommen sind. Entweder Hunger oder der Ereignis. Die. Sieht man, wenn man ganz viele andere Spiele spielt, man hat relativ schnell wieder die. Oh, schwarzer Wolf, cool. Die sind vom Twilight Forest wahrscheinlich. Ist einfach nur ein Wolf. Ja, es ist zu dunkel, Zombies spawnen überall. Okay, dann haben wir. Genügend. Spawn ist das Richtige. Das ist ein Pinguin gespawnt hier oben. Okay, das haben wir auch gemacht. Sehr schön. Gut, dann nehmen wir doch mal einen schwarzen Schwarzeichen-Stack mit und Akazienholz-Stack. So. Dann schauen wir nochmals kurz auf die Bäume. Nö. Ich kann es in dieser Folge noch nicht zeigen. Aber sie sehen so ein bisschen bestäubt aus, also ein bisschen hellgrün. Hellgrüne Punkte. So, was wollte ich noch kurz machen? Die Brille. Ich habe leider schon ein bisschen Schaden auf der Brille gemacht. Also hier ist schön gerade, hier machen wir es. Hier könnten wir ein bisschen höher machen und dann so stelzen ins Wasser. Genau. Okay. So. Hier nicht allzu viele Akazienhölzer. Ich werde nicht so viel Holz brauchen. Aber dafür Fichten mehr. Können wir auch nochmals ein bisschen züchten. So. Mehr können wir nicht. Also, ich möchte gerne die dunklen als Stützen verwenden. Und hier das erste Haus machen.
ich den noch umplatzieren, sonst wäre ich es da nicht. Oder wäre ich es ins Haus rein oder so, also ans Haus zu sehr. Ja. Wie breit machen wir das Haus? 8. Alles sehr interessant, geht richtig tief ins Wasser schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, oh, eins, zwei, drei, vier. Man sieht's nicht genau. Ja, komm schon, ich muss Umschalt drücken. Ich den Baum gleich mal alles abfällen hier. Jo. Sehr gut. Und nicht zu viel Fallschaden. Bisschen weiter weg. So. Jetzt müssen wir eigentlich den Stein noch holen, weil hier unten möchte ich schon Stein nehmen. Ich habe schon auch eine Idee. Von der Vegetation. So. Dann müssen wir noch Stein holen. Ich habe ja recht viel Stein eigentlich gebraucht fürs Haus. Aber da muss noch mehr kommen. So. Müssen wir leider nochmals Nachschub liefern. Gut. Die Blumenkiste war hier. Ja, ich muss so langsam nochmal so eine Blumenkiste machen. Da habe ich noch die Items zum Fischen. Einfach hier reinlegen. Dann hier diese Sachen. Das Glas können wir gleich mitnehmen. Oben sind noch die Reste. Und wir haben wirklich einen Setzling zu wenig bekommen. Das ist so frech. Das ist so frech. Man kann die Bäume also jetzt gerade momentan wieder nicht vervielfältigen. Es gibt einfach zu wenig Setzlinge pro Baum. Es müssten eigentlich immer vier mindestens sein, aber gut. Geht nicht immer. Ja gut, warten wir einfach jetzt noch einige Zeit, bis das Stein fertig ist, die Steinziegel. Gut. Ja. Sieht schon richtig schön aus. Können da sehr viel machen. Ich möchte gerne jetzt diesmal eine Hose, Schuhe wäre nicht gut. Was soll ich verzaubern? Ich brauche ein stärkeres Schwert noch. Ja. Das ist die Distanz zu den Waffen, dann weiß ich. Ja, gut, dort könnte ich noch eine Waffe herstellen. So. Also. Wie geht's jetzt diesmal? Schärfe und Tombstone. Mann, wenn ich sterbe, dann ist das Schwert weg.
Das ist hundertprozentig so. Kann man nichts. Es gibt irgendwie so einen Mod, wo man nachschauen kann. Dann steht dann, wenn man einen Knopf drückt, was es bedeutet. Aber den habe ich nicht drin. Vanilla Tweaks oder so sein. Weiß nicht, wie der Mod heißt mit dem Sortieren der Items. Das habe ich nie gerne, weil ich immer automatisch irgendwann mal drauf komme. Also nicht gewollt drauf komme. Ja gut. Das Grünherzholz passt auch wieder in dieses Dorf. Aber ich möchte gerne dann wirklich auch ein Dorf machen, das mit Grünherz ist. Aber ja. Ich weiß nicht wann. Wir haben so viele Projekte, die ich nicht stemmen kann. Ja. In der nächsten Folge erzähle ich euch noch ein bisschen, was ich so noch geplant habe, auf dem Kanal zu bringen. Werde auf jeden Fall irgendwann mal ein paar Verfexer noch aufnehmen, aber ich habe jetzt mehrere Builds probiert und alle sind mir relativ unangenehm zu spielen und deshalb bin ich jetzt gerade dran an einem, der wirklich angenehm zum Spielen ist. Ah, da haben wir noch Stein. Lianen. Oder Ranken eher. Die gehen einfach so. Ja. Ja, ich sollte noch mehr machen. Das reicht. Wir haben noch genügend und sonst können wir noch farmen. Diesen Bäumen. Okay, gut. So. Ja, man sieht es ja nicht. Sonst hätte ich nochmal jetzt nachgeschaut. Aber gut, wenn wir hier bauen, dann haben wir schnell relativ gut Ding. Also wenn wir hier reingehen. Ja. Dann muss eigentlich hier. Machen wir das so. Machen wir das ein bisschen schöner. Und hier nicht. Aber hier zwei. Und dann so. Und eigentlich müssten wir jetzt hier auch nochmals den Stein machen. Weil das Haus soll ja komplett sein. Auch die Sachen, die wir nie sehen werden. Ich baue meine Häuser eigentlich immer komplett. Deshalb muss leider nochmals ein bisschen mehr verschwendet werden. Beziehungsweise ja. Wir müssen das einfach hinkriegen, dass wir das besser machen können. Also, dann müssen wir hier aushöhlen. Und jetzt nehmen wir eigentlich den Akazien Holzboden. Also Bretter für den Boden. So. Hier lassen wir wirklich das Wasser. Ich mag ja Akazien sehr, aber es ist meistens auch ein bisschen zu intensiv orange. Es tut nicht immer so den Augen gut, finde ich. Es strengt ein bisschen an. So, jetzt kommt das Wichtigste eigentlich. Aber wir haben gar kein Fichtenholz mehr. Ja, wir haben aber eine Fichte hier. Sehr gut. Ja, die Axt muss dann irgendwann mal noch repariert werden, also ich muss dann wieder leveln. Das ist wichtig. Und ich hole noch mehr Schwarzeichensetzling, das muss doch irgendwie. Ah, ich habe da gepflanzt. Oh, gut, habe ich hier gepflanzt. Wachsen die jetzt hier? Ich hoffe. Ja, ist richtig. Und hier werde ich auch noch einen machen, die da hier wachsen. Dann ist das super, weil die dann auch wieder ja, Sprösslinge. Ich weiß nicht, wie die heißen. Können wir kurz nachschauen.
hier ein Kabel im Weg, weil ich das Handy am Kabel, am Akku habe. So, ja, Blätter, wo sind Blätter? Hier. Zitronenblätter, oh, die möchte ich gerne mal an einem Baum dann haben. So ein Baum, Zitronenbaum. Also scheinbar, ja, sie wurden einfach bestäubt, genau. Bestäubte Blätter, sagen wir es so. Gut. So. Okay, wir haben dieses Holz. Wir finden das jetzt hier. Also nicht so schön, wie ich gerne es hätte, aber es ist genügend schön. Ich bin glücklich, dass ich so ein Dorf bauen kann aus diesem Holz. Und wir werden sicher auch noch das noch ein bisschen Abwechslung reinbringen, andere Holzarten. Genau. Das Dach ist halt noch wichtig. Da muss ich wahrscheinlich etwas Aufwendiges machen. Ich weiß eben noch nicht, wie ich das machen soll. Wie kann ich diese Baumaterialien aus dem Kreativmodus am besten tun? Wir müssen also noch Quests haben und so, und ich kann halt wirklich noch nicht so viel sagen, wie das am besten. Ne? Mal spazieren. Also wenn wir das brauchen, dann holen wir es einfach momentan noch. Schon genug schwer, wenn man das Blöde ist, ich kriege hier okay. Ich mache hier zu. Also das Fenster. Und hier brauche ich eigentlich auch kein Fenster. So. Das ist doch schön. So, dann machen wir aber mit dem Schwarzeichenholz noch ein kleiner Steg hier ans Haus. Das sind ja Fischer bzw. Holzfäller und Farmer. Das wird wieder Schwarzeichenholz intensiv. Hier auch noch. Ah Mann! Nicht herumplatschen. Ja gut, dann mache ich es nochmal. Mann, ich vergesse es immer wieder. Man ist einfach das nicht gewöhnt. Man spielt ja nie mit solchen Holzfäller-Ding. Mods. So. Gut, das habe ich auch noch gedacht. Ist alles so leicht. Also, ich hätte es gern wieder wie früher, wenn man noch ein bisschen härter drücken muss, aber ja, ihr kennt das mit der neuen modernen Ding. Die Menschen müssen immer weniger drücken, kneifen und so. Ich liebte irgendwie den Nintendo 64 und der SNES, also Super Nintendo. Da hat es damals ja noch nicht so die mega coole, gute Steuerung gehabt. Das war ja, vor allem das Mario Party Steuerknüppel herumdrehen, das war mega hart. Das war für mich das Beste. Bin irgendwie einfach dem treu geblieben. Gut, also dann sind wir eigentlich schon mal ja, ein bisschen weit gekommen. Längliche Häuser möchte ich machen. Also das zweite hier wird wahrscheinlich ein längeres Haus. Auf der anderen Seite Holzfäller und dann kann ich dort auch immer wieder Bäume anpflanzen. Diese Silberlinden machen wir weg. Und ich werde jetzt nochmals kurz ein bisschen warten, ob es jetzt dann die bestäubten Blätter endlich gibt. Gut, dann gehe ich schlafen und ende den Part. Dankeschön fürs Zusehen. Bis nächstes Mal, nächsten Part, morgen. Tschüss!